Ein Mann in der Wüste. Auf der Flucht vor dem Pharao. Im fernen Land begegnet er einer Frau. Und ein Gott wählt ihn aus, sein Volk zu retten. Wir sind auf der Suche nach einer sagenhaften Gestalt, nach Mose, dem Mann aus der Bibel. Die einzige Quelle, das Alte Testament. Doch wir wissen nicht einmal, ob er gelebt hat. Schon die Geschichte seiner Geburt eine Legende. So spielt man sie nach für Touristen in Kairo. Und so erzählt es ja auch die Bibel. Da wird ein Kind der Hebräer ausgesetzt und von der Tochter des Pharao gerettet. Sie gibt ihm den ägyptischen Namen Mose, Kind. Über die Jugend des Findlings erfahren wir nichts. Erst als erwachsener Mann begegnet uns Mose wieder. Er geht zurück zu seinem Volk, den Israeliten oder Hebräern, wie sie genannt werden. Denn offenbar wusste Mose um seine Herkunft aus dem Volk Israel. Die Hebräer leisten Frondienst beim Bau der Städte Pithom und Ramses. Viele Generationen zuvor waren sie ins Nilland eingewandert. Doch so gemächlich wie hier im Touristendorf geht es nicht zu. Der ägyptische Aufseher prügelt seine Arbeiter, Mose erschlägt ihn. Der Fall kommt vor den Pharao. Mose flieht in die Wüste. Er legt einen weiten Weg zurück, bis er das ferne Land der Midianiter im heutigen Saudi-Arabien erreicht. Dort trifft er am Brunnen das Mädchen Zipora. Sie nimmt ihn mit zu den Zelten ihrer Familie. Der Fremde heiratet Zipora und lebt eine Weile bei den Nomaden. Sein Schwiegervater Jethro ist der Hohepriester der Midianiter. Eines Tages, als Mose die Schafe hütet, spricht zu ihm der Gott Yahweh aus einem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. So steht es in der Bibel. Ägyptische Texte erwähnen verschiedene Beduinenstämme, die Jahr für Jahr ins Nilland kommen. Sie nennen die Nomaden verächtlich Sandläufer. Doch wenn der Regen ausblieb und eine Hungersnot drohte, gewährte der Pharao den Beduinen und ihren Herden kurzfristig Asyl. Seine Grenzbeamten haben das gewissenhaft notiert. Auch heute noch schlagen Nomaden ihr Zelt ab und an im Nildelta auf. Aber das Verhältnis zwischen den umherziehenden Stämmen und den sesshaften Kulturlandbewohnern Ägyptens war schon immer gespannt. Bilder an Tempelwänden zeigen, wie der Pharao die Söhne der Wüste in Gefangenschaft verschleppt. Inschriften verraten den Grund. Die Feinde sind rebellisch geworden. Ihre Stammesführer haben sich zusammengetan. Sie stiften Verwirrung und Unruhe, missachten die Gesetze unseres Reiches. An ständiges Kommen und Gehen von Nomaden waren die Nilandbewohner also gewöhnt. Hier verzahnt sich der Bericht des Alten Testaments mit der Geschichte Ägyptens im 13. Jahrhundert vor Christus. An der Regierung war Ramses II. 66 Jahre lang. Gewaltige Tempel ließ er bauen. Und dafür brauchte er viele tausend Arbeiter. Reich und mächtig wurde Ägypten unter seiner Herrschaft.
Vier Kolossalstatuen des Pharao vor dem Heiligtum von Abu Simbel, jede fast 30 Meter hoch. Beispiele machtbewusster Selbstdarstellung, Monumente, die uns heute noch staunen lassen. Hier an der Südgrenze Ägyptens und in Luxor und Theben stehen die größten Tempel des Pharao. Die alte Hauptstadt des Reiches war Memphis. Seine neue Residenz Pi Ramesse baute Ramses ins Nildelta. In der Bibel heißt sie Ramses. Seit vielen Jahren wird diese Stadt ausgegraben. Über 10 Quadratkilometer dehnte sich die riesige Anlage einst aus. Doch übrig geblieben sind nur Lehmziegelmauern. Pi Ramesse, die Ramsesstadt der Bibel, der einzige Ort der Mose-Geschichte, der mit großer Sicherheit identifiziert ist. Professor Bitak, Chef des Grabungsteams aus Österreich. Vieles hat er hier schon ans Licht gebracht. Doch ob Hebräer zu den Arbeitsbrigaden des Pharao gehörten, das bestätigt bisher nicht einmal die kleinste Scherbe. O König, wie schön war der Tag, als du bautest Pi Ramesse mit leuchtenden Gemächern aus Lapislazuli und Malachit. Hymnen preisen die Residenz, ihre Paläste und Tempel. Doch wo sind die Säulen, Obelisken und Statuen? Sie stehen 25 Kilometer nördlich, in Tanis, umgestürzt und ungeordnet. Von einer späteren Dynastie hierher transportiert. Deshalb hielt man Tanis lange für die Ramsesstadt. Es waren ägyptische Archäologen, die Pi Ramesse entdeckten. Seine Reste liegen zwischen Dörfern, verborgen unter Reis- und Maisfeldern. In diesem Teil der Stadt graben deutsche Wissenschaftler. Hier lag die Streitwagengarnison Ramses II. Mit Exerzierplätzen, weitläufigen Stallungen und Werkstätten. Vieles davon nicht mehr zu sehen. Ein Stein, an dem man die Pferde anband. Einst zogen sie die Prunkkarossen und Kampfwagen des Pharao. Teile der Räder, vergoldete Nägel, eine Trense aus Bronze. Hat Ramses von hier aus die Hebräer verfolgt? Merenptah, der Nachfolger des großen Ramses. War vielleicht er der Pharao des Exodus, des Auszugs aus Ägypten? Denn Merenptah erwähnt den Namen Israel zum ersten Mal schriftlich. Auf dieser Stele verherrlicht der Pharao seine Siege, so über Libyen im Westen, über Gaza im Osten, die Stadt, die heute noch Schlagzeilen macht. Weiter unten heißt es, Israel liegt brach und hat kein Saatkorn. Die Stelle, berührt von vielen tausend Händen, hebt sich glänzend ab. Über das Leben von Handwerkern und Arbeitern im Pharaonenreich wissen wir vieles aus Textfunden. 9 Tage dauerte eine Schicht, am 10. Tag ruhten die Männer aus. Entlohnt wurden sie mit Lebensmitteln. Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus kam es zu Aufständen, zu Streiks. Die Rationen blieben aus, im Land herrschte Inflation. Streikten auch die Hebräer? Sind sie ihrem Schicksal als Lohnsklaven einfach entflohen? Lehmziegel aus Getreidehäcksel und Nilschlamm mussten sie herstellen. Die Arbeit sozial niederer Klassen. Solche Gruppen nannten die Ägypter Aperu. Das klingt an die biblische Bezeichnung Hebräer an. Für seine großen Bauvorhaben brauchte der Pharao jede Hand und Millionen von Lehmziegeln. Die Bibel steigert den Frondienst zum spannenden Drama. Der Pharao liefert kein Häcksel mehr. Die Hebräer müssen es selbst zusammenlesen und doch die gleiche Zahl an Ziegeln liefern. Vermutlich für die Stadt des großen Ramses. Die Mumie des Pharao. Sie gab seine Krankheiten und Gebrechen preis. Wir wissen fast alles über ihn. Und doch ein Geheimnis bleibt. Hat dieser Herrscher mit einem Mann namens Mose verhandelt?
Zurück aus Midian bittet er den Pharao, lass mein Volk ziehen. Die Antwort heißt Nein, ein Machtkampf beginnt. Die Schlange wird zum Symbol dieses Kampfes. Eigentlich sind es zwei Schlangen. Da ist einmal die heilige Uraeus-Schlange, das traditionelle Herrschaftszeichen der Pharaonen. Jahwe verwandelt den Hirtenstab seines Dieners Mose in eine zweite Schlange. Der Gott des Mose ist stärker. Seine Schlange besiegt die Schlange des Pharao. Der Schlangenstab als Zauberstab. Damit entfesselt Mose Naturgewalten, denn der Pharao lässt die Hebräer nicht ziehen. Da schickt Jahwe Plagen über das Land. Zuerst werden alle Gewässer zu Blut. Die Fische sterben. Rote Algen, sagen Naturwissenschaftler. Wirkliches Blut als Zeichen Gottes, sagt die Bibel. Dann vermehren sich die Frösche, explosionsartig. Stechmücken und Stechfliegen quälen das Volk. Die Viehpest rafft die Rinder dahin, aber nur die der Ägypter. Doch es kommt noch schlimmer. Die Menschen leiden unter eitrigen Geschwüren. Aber der Pharao lässt die Hebräer nicht ziehen. Gewitter und schwere Hagel vernichten die Ernte. Wer nicht ins Haus flieht, muss sterben. Riesige Heuschreckenschwärme überfallen das Land. Sie fressen kahl, was übrig blieb. Finsternis verhüllt Ägypten 3 Tage lang. Ein ganz normaler Sandsturm, eher eine kosmische Katastrophe? Die 10. Plage. Zum Schutz seines Volkes ordnet Jahwe ein Opfer an. Das Blut an den Türpfosten bewahrt die Hebräer vor dem Würgeengel. Der tötet alle Erstgeborenen der Ägypter. Blutzeichen zur Abwehr von Unheil, ein uralter Brauch der Wüste. Bevor die Beduinen das Tier töten, geben sie ihm zur Beruhigung eine Schale Wasser. Die Nomaden fürchten sich vor Dämonen, die alle Neugeborenen bedrohen. Um die Gefahren des Weidewechsels im Frühjahr zu bannen, schlachten die Männer ein Schaf. Es stirbt schnell. Hier liegen die Wurzeln des jüdischen Passafestes, das Jahwe gestiftet hat. Das bedeutet, als er die Erstgeborenen der Ägypter tötet, überspringt er die Häuser der Israeliten. Sie sind mit dem Blut des Opfertiers markiert. Ein Brauch, den die Beduinen heute noch kennen. Blut steht zwischen Leben und Tod, kann das Böse fernhalten. Mit Blut bestreichen die Nomaden die Pfosten ihrer Zelte. Ebenso die Hälse der Tiere und die Stirn der Kinder. Blut als Schutz gegen Unheil. In der Glut des Feuers backen die Beduinen Brot aus Mehl, Wasser und Salz. Ungesäuerte Fladen essen auch die Juden vor dem Passafest. Sie feiern es als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Beim Frühlingsvollmond führt Mose sein Volk aus der Knechtschaft. Doch der Pharao jagt ihnen nach. Von der Ramsesstadt bis zum Schilfmeer. Wo kann es gewesen sein? Im Süden, im Osten oder im Norden? Sie wandern nicht auf der bekannten Philisterstraße, dem Horusweg der Ägypter. Doch ganz in der Nähe bot sich ein Fluchtweg an. Das Alte Testament als Reiseführer.
Sie sollen sich lagern zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal Zephon. Den Gott Baal Zephon verehren die Menschen im Altertum hier als Bezwinger des Meeres, als Schutzherr der Seefahrer. Ortstermin mit einem israelischen Archäologen. Während der Besetzung des Sinai hat er 10 Jahre lang in diesem Gebiet gearbeitet. Doch alles, was der Sand der Dünen preisgab, ist frühestens 600 Jahre nach dem Exodus entstanden. Auch das Heiligtum des Baal Zephon, so der Wissenschaftler. Zum ersten Mal seit 1982, als die Israelis den Sinai an Ägypten zurückgaben, kehrt er jetzt an seine frühere Forschungsstätte zurück. Auf diesen Ort hier als Sitz des Baal Zephon, der auf der Route der Israeliten genannt wird, beruft sich die Überlieferung. Deshalb ist der Fixpunkt jeder Diskussion über den Auszug aus Ägypten. Und deshalb identifiziert man diese Lagune als Schilfmeer. Eine schmale Nehrung trennt diese Lagune vom Mittelmeer. Bei normaler Brandung eine vielbegangene Piste. Hier konnte man wirklich das Wunder empfinden, zwischen Wassermauern mitten durchs Meer zu gehen. Wer das niederschrieb, der hatte eine präzise Ortskenntnis. Vielleicht lagen dem Verfasser Berichte vor, vielleicht war er selbst hier. Wir durften diese Piste nicht befahren und auch nicht überfliegen. Das Gebiet gilt als Schmugglerzone. Nichts als Sand. Zugeweht fast alles, was die Archäologen einst freilegten. Nur ein paar Scherben finden wir noch. Die Ruhe trügt. Bei stürmischer See schlagen die Wellen des Mittelmeers oft über den schmalen Landstreifen in den Zirbonischen See. Plötzlich einsetzende Fluten, heimtückische Schlammlöcher, Seebeben. Ganze Heere sollen hier untergegangen sein. Ein antiker Autor schreibt: Einer Flut gleich riss sie die Woge ins Meer. Andere blieben in flachen Stellen liegen. Die Ebbe zeigte die Leichen, vermischt mit toten Fischen. Diese Wasser könnten also auch das Heer des Pharao vernichtet haben. Doch der biblische Verfasser will noch mehr sagen. Hier besiegte Jahwe die Chaosmacht des Meeres. Gegenargument: Die Israeliten wären unausweichlich auf dem Horusweg in die Falle der Ägypter getappt. In diesen Festungsgürtel mündet nämlich die Nehrung des Zirbonischen Sees auf beiden Seiten. Um die Landbrücke von Ägypten aus überhaupt betreten zu können, musste man die Festung Sile passieren. Ägyptische Archäologen haben Sile entdeckt. Die Grabung läuft auf Hochtouren. Auch hier nur noch Reste von Lehmziegelmauern. 800 mal 400 Meter groß war die Anlage. Gigantisch für die damalige Zeit. Die meisten Funde weisen auf das Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus hin, auf Pharao Sethos I. Hier verlief die Stadtmauer mit ihren zahlreichen Wachtürmen, gebaut aus Lehmziegeln. Manchmal türmte man solche Umwallungen bis zu 20 Meter hoch. Wir gehen davon aus, dass wir hier die Stadt Sile gefunden haben. Diese Grenzfestung ist abgebildet am Tempel von Karnak auf der Darstellung des Horusweges von Pharao Sethos. Den Namen des Königs haben wir 4-mal nachgewiesen. Und gerade heute entdeckten wir diese Namenskartusche von Sethos auf einem Krughenkel. Das bestärkt uns darin, diesen Ort als Sile zu identifizieren. Die Festung blockierte den Eingang zum Nildelta und versperrte für Eroberer den Weg nach Ägypten hinein. Von hier aus marschierte aber auch die ägyptische Armee in Richtung Osten. Heute eine verlassene Gegend. Doch undenkbar, dass eine größere Menschengruppe auf dem Weg zur Nehrung am Zirbonischen See durch das dichte Netz der patrouillierenden Soldaten geschlüpft sein könnte. Sogar 2 entlaufene Sklaven griffen die strengen Grenzbeamten hier auf. Das berichten ägyptische Texte. Der Zirbonische See als Schilfmeer? Fehlanzeige. Eine zweite Theorie spricht für das Nordende des Golfes von Suez.
Aber seit dem Bau des Kanals hat sich das Gelände verändert. Die flachen Ausläufer des Golfes zogen sich früher viel weiter nach Norden. Heute sind sie nicht mehr zu sehen. Auch trockneten kleinere Seen und Sümpfe zwischen Suez und dem Mittelmeer aus. Zwar sind die Hebräer ein schwaches Häuflein gegen die Übermacht der Ägypter, doch Mose und seinem Volk hilft göttliche Fügung. Nordostwind peitscht das Wasser zurück, lässt sie trockenen Fußes durchs Meer gehen. Dann setzt die Flut ein, verschlingt die Verfolger. Nordostwind und zurückweichendes Wasser. Natürliche Erscheinungen an diesem Golf. Tatsächlich sind noch Reisende des 19. Jahrhunderts bei Ebbe von Suez auf die Sinai-Seite geritten. Aber man musste die Furt genau kennen. Um Haaresbreite wäre der große Napoleon im schlammigen Sand versunken, als ihn hier die Flut überraschte. Einer seiner Generäle blieb mit dem Holzbein im Watt stecken und konnte nur mühsam gerettet werden. Schlagzeilen in der Weltpresse machte das Experiment zweier Naturwissenschaftler. Wir haben es nachgebaut. Rechts der tiefe Teil des Golfes, links die Ausläufer ca. 30 Meter tief. Strammer Nordostwind kann das Wasser nach Süden drücken. Eine Furt entsteht, öffnet den trockenen Weg über ein Riff. Legt sich der Wind, strömt die Flut in nur 4 Minuten zurück. Es gibt kein Entrinnen. Eine völlig unrealistische These, die weit über die natürlichen Erscheinungen Ebbe und Flut hinausgeht. Nach der dritten und geografisch wahrscheinlichsten Theorie sind die Israeliten durch die Furten der Balachseen gezogen. Wir sind hier an ihren nördlichen Ausläufern. Der Weg außen herum hätte einen Marsch von mehreren Tagen durch wasserlose Wüste bedeutet. Die Furten waren schon im Altertum als Schleichpfade bekannt. Dieser See war so groß, dass man ihn als Binnenmeer ansprechen konnte. Und zweifellos spielte er für den illegalen Grenzverkehr im Altertum eine besondere Rolle. Dieses Gebiet ist schwer zu kontrollieren. Und man kann sich vorstellen, dass Beduinen, die aus dem Sinai nach Ägypten einreisen wollten und dabei die Grenzkontrollen, die sehr strikte waren, zumindest in der Zeit des Mittleren Reichs, in der Zeit des Neuen Reiches, wenn sie diese Grenzkontrollen vermeiden wollten, dann kann man sich vorstellen, dass sie immer wieder durch diese Furten des Balachsees durchwateten. Früher war dieses Gebiet sumpfig und voller Schilf. Ein Schilfmeer kannten die alten Ägypter nicht, wohl aber dieses Schilfland. Wie unser Trick zeigt, wäre vorstellbar, dass hier Menschen plötzlich ertranken, schwankte doch die Wasserhöhe erheblich, besonders bei Winddruck. Mag sein, dass der Bericht der Bibel auf solchen Erfahrungen beruht. Singet Yahweh, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Reiter warf er ins Meer. Die Israeliten preisen die Rettung als Heilstat Yahwehs. Allein 600.000 Männer sollen Ägypten verlassen haben. Eine absolut übertriebene Zahl. Neueste Deutungen sprechen nur noch von einer sehr kleinen Gruppe, nicht einmal 600 Familien. Sie ziehen durch den Sinai, doch ihre Spuren sind verweht. Nach einer Route zu suchen macht keinen Sinn. Wir können nur fragen, welchen Lebensraum die schroffe Steinwüste den Menschen bietet. Vor allem im südlichen Teil ragen die kahlen Berge über 2000 Meter hoch. In tiefer gelegenen Regionen dehnen sich Oasen aus. Üppiges Grün überall da, wo es Wasser gibt. Manchmal reicht es nur für das Überleben des Menschen. Manchmal für ein Wunder der Natur, mitten in der Einöde. Blüten und Früchte des Kapernstrauchs. Er wächst vor allem wild.
Diese Pflanze öffnet sich nur nach starkem Regen, dem kostbarsten Gut der Wüste. Die Beduinen nennen sie daher die Hand des Barmherzigen. Die Dattelpalme liefert den Beduinen und ihren Tieren seit Jahrtausenden Nahrung. Aus den Blättern bauen sie Hütten. Aus den Fasern flechten sie Seile und Körbe. Doch diese Traditionen sterben langsam aus. Zur Pharaonenzeit war der Sinai das Industriezentrum der Ägypter. Auf dem Weg zu den alten Türkisminen in Serabit el-Kadim können uns die Jeeps nur bis zu einer Zwischenstation bringen. Dann heißt es aufsteigen. In der Einsamkeit des zugigen Hochplateaus fühlt man die Strapazen der altägyptischen Expeditionen fast körperlich. Mehr als 1000 Bergleute, dazu Schreiber, Ärzte, Priester, Skorpionbeschwörer, Köche. Für alle musste mühsam Nahrung und Wasser herangeschafft werden. Die Türkisadern zogen sich entlang der Höhlenwände. Längst sind sie ausgebeutet. Die Beduinen zeigen uns die Arbeitstechnik. Schürfspuren mehr als 3000 Jahre alt. Schon damals heuerten die Ägypter Einheimische an, als Verbindungsleute, Dolmetscher, Wüstenkundschafter. Rottürkise aufzuspüren, das verlangt jahrelange Erfahrung. Dieses Glück könne nur ein Gott gewähren, glaubten die ägyptischen Bergleute. Um diese göttliche Gunst zu gewinnen, bauten sie in der Weltabgeschiedenheit Serabits ein Heiligtum. Sie weihten es der ägyptischen Liebesgöttin, der kuhohrigen Hathor, der Herrin der Türkise. Sie spendete großzügig die im Fels verborgene Kostbarkeit allen, die sie anflehten. Generationen von Pharaonen haben sich im Tempel der Hathor verewigt, darunter auch Ramses II. Expeditionsleiter bedankten sich bei der Göttin für das gelungene Unternehmen. Doch nur wenige wissen, wo sich der wertvollste Schatz von Serabit verbirgt, die proto-sinaitischen Inschriften, ein Geschenk an alle Menschen. Wir sind hier in einer Höhle, in der nach der Auffassung bedeutender Forscher eine der großartigsten Erfindungen der Menschheit gemacht wurde, nämlich die Erfindung der Buchstabenschrift, von der Bilderschrift zur Buchstabenschrift. Wir haben hier eine Schriftlinie im Winkel angebracht. Der Rinderkopf steht für Alpu, Rind, daraus wird der Buchstabe A. Das Haus, Bet, Bayit, daraus der Buchstabe B. Die Wasserlinie, daraus wird Mayim, der Buchstabe M. Die Entwicklung unseres Alphabets kann man sehr schön zeigen am Beispiel des Buchstabens A. Vom proto-sinaitischen ursprünglichen Rinderkopf Alpu zum ersten Buchstaben Aleph im proto-sinaitischen um 1500 vor Christus, dann um 1000 ungefähr zum phönizischen Aleph, zum althebräischen Aleph um ungefähr 600, 500 vor Christus, zum griechischen Alpha, schließlich zum lateinischen A. Der Sinai als Handelsstraße. Alle Karawanen mussten die Halbinsel durchqueren, wenn sie nach Suez wollten. Jahrtausende lang lieferten die Nomadenstämme kostbare Waren wie Schminke und Essenzen an den Nil. Die Vorfahren der Hebräer hatten immer in der Wüste gelebt, bis sie nach Ägypten zogen und dort sesshaft wurden. Als sie nach vielen Generationen das Nilland verlassen, erscheint ihnen die Wüste fremd und bedrohlich. Nur Mose hat bei den Midianitern das Nomadenleben kennengelernt. So steht es in der Bibel.
Und das heißt, von Ägypten nach Midian und zurück durchquerte er zweimal den Sinai. Spätere Karawanen haben die Felsen Namen und Wünsche eingeritzt. Wasserloch und Dattelpalme. Dieses geheimnisvolle Zeichen könnte vielleicht ein Hinweis auf eine Oase sein. Wasserstellen in einem Meer aus Felsen und Sand zu finden, diese Kunst beherrschen die Söhne der Wüste. Denn nur das rettet sie vor dem sicheren Tod. Noch heute sind sie in Stämmen und Sippen organisiert wie zu Zeiten des Alten Testaments. Bis in die Neuzeit wechselten sie ihren Lagerplatz mindestens zweimal im Jahr, um Nahrung für sich und ihre Tiere zu finden. Nomadenleben sieht immer gleich aus, karg und entbehrungsreich. Fleisch isst man nur selten, ernährt sich hauptsächlich von Milchprodukten und Fladenbrot. In Steinmühlen mahlen die Frauen Getreidekörner. Vor Fremden dürfen sie ihre Gesichter nicht enthüllen. Das tägliche Leben der Hebräer auf ihrem Zug durch den Sinai, es wird nicht viel anders ausgesehen haben. Dennoch kann man sie mit heutigen Beduinen nicht gleichsetzen. Und weil ihre Stationen in der Wüste nicht mehr zu finden sind, hat man die Orte des biblischen Geschehens einfach neu festgelegt. Auf einen kleinen Raum im Südsinai konzentriert sich die christliche Vorstellung. Schon im 4. Jahrhundert lebten hier die ersten Mönche. Ihr Kloster trägt später den Namen der heiligen Katharina von Alexandrien. Heute gehört es zur griechisch-orthodoxen Kirche. Das Kloster, so heißt es, steht am Ort des legendären Dornbuschs. Was da im Hof wächst, geschützt von einer Mauer, soll ein Ableger des Originals sein. Aus einem brennenden Busch hat Jahwe zu Mose gesprochen, sagt die Bibel. Doch niemand weiß, warum die ersten Mönche gerade diesen Platz auswählten. In unmittelbarer Nähe des Klosters sahen sie aber noch mehr. Die Ebene Raha zum Beispiel, wo die Israeliten lagern, als Mose auf dem Gottesberg weilt. Der Umriss eines Kalbes im Fels. Eine Laune der Natur. Touristenattraktion. Erinnerung an das goldene Kalb der Israeliten. Sinnbild des Ungehorsams gegenüber Jahwe und seinen Geboten. Und schließlich der Mosesberg. Hoch oben zwischen Himmel und Erde. Auserwählt als Stätte für die Begegnung mit Jahwe, für die Besiegelung des Bundes, für den Empfang seiner Gesetze. Gott selbst schreibt auf steinerne Tafeln die 10 Gebote. Er gibt sie weiter an Mose als Anspruch und Forderung an alle Menschen. Die Geschichte vom Gottesberg gehört zum Urgestein der biblischen Tradition. Doch erst seit dem frühen Christentum pilgern Menschen zu diesem Gipfel, zum Mosesberg. Wo aber lag der Berg der Jahwe-Offenbarung wirklich? Auch andere Gipfel im Sinai stehen zur Diskussion, sogar Berge im nördlichen Saudi-Arabien. Das bringt uns wieder ins Gebiet der Midianiter. In ihren Zelten hatte Mose nach seiner Flucht aus Ägypten eine Weile gelebt. Sein Schwiegervater, der Priester Jethro, war er Moses Lehrmeister? Kannte er etwa schon den Namen Jahwes? Beim Schafehüten war Mose dieser Gott zum ersten Mal erschienen. Der Gott der Nomaden, der Mose in den östlichen Bergen begegnet, wird zum Retter und Helfer der Hebräer auf ihrem langen Zug durch den Sinai. Die Wüste steckt voller Gefahren für den, der sich nicht auskennt. Mose hat es nicht leicht mit seinem Volk. Kaum sind die Hebräer dem Heer des Pharao entronnen, beginnen sie zu murren. Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Föhle zu essen. Wenn Wasser und Nahrung fehlen, spitzt sich die Situation dramatisch zu.
Dann tat Mose mit Jahwes Hilfe Wunder. So wirft er ein Holz in die bittere Quelle Mara. Das Wasser wird süß. Ein ganz alltäglicher Vorgang, den jeder Nomade kennt. Das liest man bei neuzeitlichen Autoren, die beweisen wollen, dass die Bibel doch recht hat. Wir sind dem nachgegangen. Die Piste führt tief hinein in den Sinai, weit weg von allen Hauptstraßen. Erst nach langen Recherchen hatten wir überhaupt Beduinen gefunden, die eine Quelle Malha kannten. Der Name entspricht dem hebräischen Mara, salzig, bitter. Und so schmeckt das Wasser wirklich, bitter. Fachleute führen das auf eine hohe Konzentration von Bodensalzen zurück. Äste der Berberitze, bei uns auch als Sauerdorn bekannt, sollen es genießbar machen, hatten wir gelesen, und ein paar Zweige mitgebracht. Die Pflanze kann dem Wasser tatsächlich Bitterstoffe entziehen, sagen Botaniker. Doch wächst sie im Sinai gar nicht. Und die Beduinen haben noch nie von einer so wundersamen Verwandlung gehört. Dieses Wasser wird also bitter bleiben. Dass in der Steinwüste Rinnsale aus dem Felsen sickern, ist nichts Besonderes. Aber dass daraus Sturzbäche werden, von denen ein ganzes Volk trinken kann, wie die Bibel sagt, auch das konnten wir nicht finden. Die Einheimischen, sie praktizieren vielmehr eine ganz andere Technik. Die schwarze Ader im Stein verrät dem Kundigen den richtigen Platz. Denn sie läuft unter der Erde weiter und hält das Wasser dort fest. Hier ist Wasser, rufen sie. Und dann beginnen die Beduinen, eine Tmile zu graben, mitten im trockenen Sand. Jeder von uns ahnungslosen Europäern würde vermutlich rettungslos verdursten, wenn er hier gestrandet wäre. Schon nach wenigen Minuten haben die Männer genug Wasser zum Überleben. Die Bibel gestaltet die Wunder als Lehrstücke. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Wachteln sind Zugvögel, werden heute noch im Sinai gefangen. Doch die Hebräer sollen erfahren, dass Gott sie ernährt. Siehe, da lag's in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen, Manhu, was ist das? Manna, das Himmelsbrot. Es entsteht an Tamarisken, so der erste wissenschaftliche Bericht einer botanischen Expedition von 1927. Schon seit dem Altertum wurde viel darüber geschrieben. Doch niemand, den wir fragten, hatte es je gesehen. Wir riefen Professor Danin, einen Botaniker aus Jerusalem, zu Hilfe. Und dann fanden wir Fateh. Er hatte Manna noch im Vorjahr gesammelt. Gibt es an diesem Baum Manna? Ja, hier wächst es. Ich schaue mal nach. Doch wir waren zu früh im Jahr gekommen. Erst einige Monate später geschieht auch für uns das Wunder. Das Manna ist da. Man kann es nämlich nur im Sommer ernten, aber nur dann, wenn es im Winter zuvor ausgiebig geregnet hat. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel und Honig. Tamariskenmanna entsteht durch eine Schildlaus. Sie saugt Saft aus den Bäumen. Den Überschuss scheidet sie aus. Die Israeliten sammeln nur die Menge, die sie pro Tag essen können. Alles, was zu viel ist, verdirbt. Das heißt, die Menschen sollen sich nicht sorgen. Gott ernährt sie. Der Gedanke hat sich im christlichen Gebet erhalten. Unser täglich Brot gib uns heute. Manna als Naturerscheinung. Die eine Seite der Geschichte. Die andere, das Wunder Jahwes. Die Israeliten essen das Himmelsbrot 40 Jahre lang, bis sie das gelobte Land erreichen.
Auf welchem Weg, das wird seit Jahrhunderten diskutiert. Die nördliche Route und die mittlere, vorbei am Berg Halal, wären die kürzesten Verbindungen. Die frühchristliche Tradition glaubt an den südlichen Umweg, umstritten der lange Aufenthalt der Hebräer in der Oase Kadesh Barnea. Dann sollen sie durchs Ostjordanland zum Berg Nebo gezogen sein. Dort stirbt Mose. Sein Volk wandert bei Jericho ins gelobte Land. Bei unserer Suche nach dem sagenhaften Mann Mose konnten wir eine Route des Wüstenzuges genauso wenig ausmachen wie viele andere vor uns. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Die Erzählung der Bibel ist als Wunder gestaltet. Doch liegen ihr Kenntnisse und Erfahrungen verschiedener Verfasser zugrunde. Und Mose selbst? Eine Gestalt der Geschichte? Oder eine Figur der Legende? Sein ägyptischer Name, der midianitische Schwiegervater Jethro, die fremde Zippora, die er zur Frau nahm, sollte all das erfunden sein? Der Auszug aus Ägypten war die Geburtsstunde des jüdischen Volkes und seines Glaubens. Wir haben die reale Welt des Sinai gezeigt. Die Welt der Beduinen, die Welt, in der Mose gelebt haben soll. Für drei große Weltreligionen hat seine Gestalt nichts an Bedeutung verloren. Für das Judentum, für das Christentum und für den Islam. Der Mann, der so unerschütterlich auf seinen Gott Jahwe vertraute, der sein Volk gegen alle Widerstände aus der Knechtschaft führte, der Zeichen und Wunder tat. Dieser Mann darf das gelobte Land nicht betreten. Und Mose stieg auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Gebirges gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land und sprach zu ihm: Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Und der Herr begrub ihn im Tal. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Sein Volk aber wanderte bei Jericho über den Jordan ins gelobte Land.